Willkommen zu den Disneyland Paris News vom 8. Februar 2024. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu den Disneyland Paris News. Und lang ist es her, dass ich Disney News aufgenommen habe. Irgendwie ist in den letzten Monaten nicht ganz so viel passiert, wo ich dachte, okay, es ist mal Zeit für ein News-Video. Aber gerade kamen die Informationen zum Jahreskarten-Event und da dachte ich, nehme ich mir doch mal die Zeit und wir sprechen über das neue Jahreskarten-Event, was jetzt im März stattfindet. Plus es gibt einige Neuigkeiten zu Attraktionsschließungen und Hotelschließungen und Poolschließungen. Die werde ich auch noch in diesem Video aufgreifen. Und am Ende reden wir noch über Filme, die jetzt von Disney demnächst rauskommen werden in den nächsten Jahren. Das wurde nämlich gestern auch bekannt gegeben. Und ja, ich würde sagen, wir starten mal mit dem Jahreskarten-Event. Ja, am 22. März findet das Jahreskarten-Event statt. Und ich kann euch schon mal sagen, ich bin nicht mit dabei. Das liegt daran, dass ich mir letztes Jahr schon Disney on Ice Tickets gekauft habe. Und Disney on Ice ist auch am 22. März hier in Zürich. Aber Brina wird da sein, Cheryl wird da sein, Brinas Schwester, Mutti. Und da bekommt ihr auf jeden Fall auch ein Video von der lieben Brina zu sehen. Wie gesagt, ich werde leider nicht dabei sein können. Das Thema des Jahreskarten-Events ist Treasure Night. Und ich blende euch jetzt hier mal ein Logo ein, was gestern Disneyland Paris gepostet hat. Und es erinnert mich ein bisschen an Hogwarts. Also ein bisschen an Harry Potter, an die vier Häuser. Klar, es geht nicht um die vier Häuser, es geht um die Länder im Disneyland Paris. Also Adventureland, Adventureland, Fantasyland, Frontierland und Discoveryland. Und aber das Logo sieht aus wie bei Hogwarts. Also da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Da habe ich direkt Harry Potter Vibes. Und wie gesagt, das Thema ist Treasure Night und Choose Your Land. Das heißt, ja, man soll sich natürlich für sein Favoritenland entscheiden. Aber ich muss sagen, vor ein paar Jahren gab es ja auch schon mal so ein Jahreskarten-Event, wo es auch um die Länder ging. Also so wirklich, ich weiß nicht natürlich, wie sie es jetzt umsetzen, aber so wirklich ganz neu, so komplett ideenreich finde ich es jetzt nicht. Sie schreiben, dass, ja, entscheidet euch für euer Land und könnt natürlich auch euch passend kostümieren zu eurem Land. Also das ist auch ein Event, wo ihr euch richtig kostümieren könnt. Und ich weiß, dass auf den Jahreskarten-Events manchmal richtig auf die Kacke gehauen wird, richtig krasse Kostüme. Und das ist der Tag, wo ihr dann, oder der Abend, wo ihr euch richtig ausleben könnt, was Kostüme angeht. Also ja, zieht euch passend zu eurem passenden Land an. Und dann werdet ihr mit den Einwohnern von Thunder Mesa, Main Street USA oder Castaway oder mit den Piraten im Adventure Island könnt ihr dann mit den Einwohnern interagieren, sie dort sehen, also die werden halt dann wieder rumlaufen, so Schauspieler, was ich eigentlich ganz cool finde. Und natürlich wird es auch Charaktere geben. Und ich denke mal, dass es auch wie in den letzten Jahreskarten-Event so sein wird, dass man nur diese Selfie-Spots hat, also dass die Charaktere abgesperrt sind hinter einer Linie. Man kann dann dorthin gehen und mit den Charakteren halt kurz quatschen, ein Selfie machen, aber nicht die klassischen Meet-and-Greet-Points, wie wir sie sonst aus dem Park kennen. Hat Vorteile, man kommt schneller durch, hat aber auch Nachteile, man kann nicht wirklich schöne Charakterbilder mit den Charakteren machen, weil halt dieses Selfie, dass der Charakter im Hintergrund ist, hat alles seine Vor- und Nachteile. Aber das, in den letzten paar Jahreskarten-Events hat man auf jeden Fall auch schon sehr seltene Charaktere gesehen. Ich erinnere mich, wo ich das letzte Mal da war, war Hades zum Beispiel da. Und da könnt ihr dann tatsächlich Glück haben. Ja, schreibt mir gerne unten in die Kommentare, ob ihr übrigens an dem Jahreskarten-Event teilnehmen möchtet oder plant. Genau, also Charaktere wird es geben und Einwohner der verschiedenen Länder. Und man muss wohl Passwörter finden, um Secret Zones zu finden. In jedem Land sind wohl Hidden Secret Zones, die man mit einem Passwort dann wohl betreten darf. Wenn ich mich ja wieder an andere Jahreskarten-Events erinnere, war diese Quizzes, die ja eigentlich auch ganz cool sind und mit Sticker sammeln und so, alles auf Französisch. Vielleicht haben sie mal gelernt und machen es auf Englisch auch, weil wir haben dann das Quiz mitmachen wollen, aber verstehen natürlich nichts auf Französisch. Ne? Also das ist dann auch ein bisschen
Und ja, wie gesagt, und ja, es gibt wohl 4 exklusive Shows an dem Abend, die dann die 5 Länder feiern und präsentieren sollen. Ich bin gespannt. Die Shows sind eigentlich immer ganz gut gewesen während der Jahreskarten-Events, die ich mir auch immer eigentlich angucken wollte und dann halt zwischendurch noch die ganzen... man schafft nicht alles. Man sieht, wird nicht alle Charaktere sehen, man wird nicht alle Rätsel lösen können und alle Shows sehen können. Das wird nicht der Fall sein. Ihr müsst euch immer auf was konzentrieren oder auf was fokussieren. Wollt ihr alle Shows sehen, dann seht ihr vielleicht nicht alle Charaktere. Ja, das ist halt immer so schwierig bei diesen Events. Ja, wie gesagt, am 22. März von 21.15 Uhr bis 2 Uhr nachts wieder findet das ganze Event statt. Ihr könnt aber mit dem Ticket, was ihr euch dann kaufen könnt, schon ab 18.30 Uhr ins Disneyland. Also, wenn ihr für den Tag keine Reservierung habt zum Beispiel oder so, dann könnt ihr ab 18.30 Uhr mit eurem Event-Ticket schon in den Park und müsst dann auch nicht mehr rausgehen. Ihr bekommt dann ein Bändchen und dürft drin bleiben. Ihr dürft bis zu 2 Personen mitnehmen mit eurer Jahreskarte und die müssen keine Jahreskarteninhaber sein. Das heißt, zu dem Ticketkauf kommen wir auch gleich noch. Wie gesagt, ihr könnt auch 2 Personen mitnehmen, die auch keine Jahreskarte haben. Also die müssen nicht zwingend eine Jahreskarte haben. Genau, dann, was kostet so ein Ticket und wann werden sie verfügbar sein? Also Tickets open an Valentinstag, also der Ticketshop öffnet an Valentinstag um 11 Uhr. Den Link packe ich euch gern unten in die Infobox und werde ihn auch an dem Tag in meiner Instagram-Story posten. Für diejenigen, die den da nicht finden. Aber Disneyland Paris, wenn ihr die Disneyland Paris Jahreskartenseite folgt, die posten es auch an dem Tag. Folgt dann auch deren in der Story und dann seht ihr auch den Link dort. Aber wie gesagt, ich werde ihn auch in meiner Story posten. Dann könnt ihr ihn darüber erreichen. Das letzte Jahreskarten-Event war nicht sofort ausverkauft, aber es war auch donnerstags. Das hier ist jetzt freitags, aber ich finde, wie gesagt, ich bin nicht so begeistert von diesem Thema. Mal gucken, wie sie es dann umsetzen. Und das Ticket wird 59 Euro pro Person kosten. Also es kostet natürlich extra. Dann mit eure Pluses, also wenn ihr noch jemanden mitbringen wollt, müsst ihr mit, die müssen mit euch zusammen in den Park reingehen. Also ihr müsst mit den... Also wenn ich eine Jahreskarte habe und jemand 2 Personen mitnehmen möchte, müssen die mit mir zusammen in den Park und dann können sie machen, was sie wollen. Aber ihr müsst halt zusammen rein. Das steht hier noch. Und genau, ihr könnt voll kostümiert schon ab 18.30 Uhr in den Park. Könnt dann vielleicht schon ein paar Fotos machen oder so vom Schloss. Und es gibt auch Reduced-Tickets für Disability-Menschen, also Menschen mit Beeinträchtigung, mit einer Priority-Card. Die bekommen 25% Rabatt auf das Ticket und dürfen eine Person mitnehmen. Also dürfen eine Person mitnehmen, auch mit 25% Rabatt. Genau, die zweite Person bekommt dann aber keinen Rabatt mehr. Ja, und mehr steht da tatsächlich auch nicht. Genau, also wie gesagt, am 14. Februar könnt ihr die Tickets kaufen ab 11 Uhr, 59 Euro. Ihr könnt 2 Begleitpersonen mitnehmen, auch die auch keine Jahreskarte haben. Und ja, 4 Shows wird es geben, natürlich Disney-Charaktere und weitere Einwohner der verschiedenen Länder. Wie sie es dann umsetzen, werden wir sehen. Ich werde gespannt die Storys von Brina und so verfolgen und von anderen auf Twitter, also X und so. Ja, das so viel zum Jahreskarten-Event. Ich dachte, wie gesagt, das teile ich dann direkt mit euch. Wann weitere Jahreskarten-Events dieses Jahr geplant sind, ist auch nicht bisher bekannt gegeben worden. Ja, das letzte fand ich, Weihnachts-Event sah schon cool aus, aber ja, weiß nicht. Also mal gucken, wie die das wieder mit diesem Quiz da machen, ob das auch auf Englisch sein wird und einfach mal schauen. Ich bin dafür auch mittlerweile irgendwie bis 2 Uhr nachts im Park, das ist echt anstrengend, wenn man am Mixtag auch wieder raus will und so. Naja, ja, soviel zum Jahreskarten-Event. Mehr gibt es dazu jetzt noch nicht zu sagen. Und das Programm wird wahrscheinlich ein paar Tage vorher auch auf Instagram gepostet. Das werde ich dann auch in meiner Story posten. Und ja, dann seht ihr, welche Shows wann stattfinden und so weiter und mögliche Charaktere. Aber ich glaube, alle Charaktere schreiben die nicht drauf. Da sind auch viele Surprise-Charaktere. Dann kommen wir zu den Schließungen und Renovierungen und Pausen und so.
Und zwar immer auf dem Avengers Campus macht die, ich weiß nicht, welche Show das ist, die Asgard Pedestal Show Pause bis April. Und die Wakanda, Warriors of Wakanda, also diese Frauen von Wakanda, kommen auch erst wieder im Mai zurück. Ansonsten, was immer noch läuft, ist The Dance Challenge mit, hier mit The Guardians of the Galaxy. Die laufen immer noch. Aber ja, das war letztes Jahr auch so, dass die Avengers Campus Shows ja, ein bisschen Pause gemacht haben in den Wintermonaten. Kommen wir zu den Poolschließungen oder Pool-Refurbishments. Und zwar in der Sequoia Lodge wird der Pool vom 4. bis zum 15. März renoviert. Im Hotel New York vom 18. bis zum 29. März. Dann in der Davy Crockett Ranch vom 18. September bis zum 29. November. Also richtig lange Zeit, fast 2 Monate, wo der Pool dort geschlossen sein wird. In Disney Newport Bay Club vom 30. September bis zum 11. Oktober und im Disneyland Hotel, das was erst eröffnet hat, vom 6. Januar bis zum 7. Januar 2025, also nächstes Jahr. Genau, das sind die Poolschließungen, die uns erwarten werden. Habe ich euch jetzt auch mal hier einmal als Zusammenfassung einmal aufgeschrieben. Und dann kommen wir zu guter Letzt noch zu den Attraktionsschließungen, die ich jetzt, soweit ich aufgeschrieben habe, bis April. Aber das kann sich immer wieder ändern. Also es ist jetzt gerade die eine Momentaufnahme, das kann sich in den nächsten Wochen und Monaten immer mal wieder ändern, die Daten. Genau, wir haben einmal Walt's Restaurant, das ist auch noch bis zum 28. Februar geschlossen. Mickey the Magician macht auch aktuell Pause bis zum 23. Februar. Dann die Flying Carpets sind ja jetzt bis, glaube bis Oktober mindestens geschlossen. Mad Hatter's Tea Cup auch noch bis zum 9. Februar, also macht demnächst auf. Und Big Thunder Mountain auch fast 2 Monate geschlossen, noch bis zum 16. März. Genau, dann haben wir über Avengers haben wir gesprochen. Dann haben wir noch Filler Magic macht auch eine Pause, also die 4D-Show vom 4. März bis zum 10. April. Dann Pay de Contenance, das ist diese Bötchenfahrt im Frontierland, 11. März bis, man weiß es noch nicht, das ist halt, da sollen ja die neuen Storys reinkommen. Und ich vermute, ab 11. März wird dann geschlossen sein und dann werden die diese Umthematisierung machen zu diesen, also da sollen ja 3 neue Geschichten kommen, auch Frozen, Winnie Pooh, das letzte habe ich vergessen. Und wahrscheinlich, ja, das Datum werden sie dann noch veröffentlichen. Dann Casey Jr. auch vom 11. März bis Unknown. Wahrscheinlich auch, um zu verhindern, dass man sieht, was sie da bauen. Weil wenn man mit Casey Jr. fährt, sieht man ja auch, was da so passiert. Deswegen wahrscheinlich machen sie beides zu. Und ja, dass man auch nicht spicken kann, was da so passiert. Und damit man sich überraschen lassen kann. Phantom Manor macht auch zu vom 18. März bis zum 29. März. Dann Crush Coaster vom 11. März bis zum 22. März und die Disney Junior Dream Factory, die Show im Disney, in den Walt Disney Studios vom 11. März bis zum 6. April. Und dann kommen wir noch zum April. Ab 1. April soll die Molly Brown Riverboat Landing zumachen bis, man weiß es noch nicht, ist noch kein Enddatum veröffentlicht worden. Filler Magic hat ja immer noch geschlossen bis zum 10. April. Pay de Contenance, also diese Bötchenfahrt, Casey Jr. hat dann auch noch geschlossen im April, auch noch die Dream Factory bis zum 6. April und das Restaurant en Coulisse, also das Studio 1 wird ab 25. April bis was auch immer, wir wissen es noch nicht, geschlossen sein und ja, das ist tatsächlich dann der Indikator, ab wann auch die Studio 1 geschlossen sein wird. Also wir wussten ja, von April 2024 wird Studio 1 renoviert werden. Ich vermute mindestens mal ein Jahr, mindestens. Ich denke mal, dass es vielleicht kurz vor Frozen sogar erst aufmacht, dass wir dann alles komplett fertig haben. Also das ist jetzt meine Vermutung. Und wenn das Restaurant en Coulisse ab 25. April schließt, vermute ich, dass das auch das Studio 1 betrifft. Also bis zum 25. April können wir das noch durch Studio 1 laufen. Dann wird es ist eh schon sehr baustellig im Park. Also was ich jetzt gesehen habe auf Instagram, ich werde euch am Wochenende noch ein Video dazu machen, wie aktuell so das aussieht im Park mit der Baustelle und so.
Aber ja, am 25. April dann auch Studio 1 wahrscheinlich. Ja, das so viel zu den Schließungen. Und dann haben wir ja noch den letzten Punkt. Aber bevor wir dazu kommen, weil es wurden einige Filme gestern announced, muss ich nochmal durch meine Liste schauen, ob ich irgendwas vergessen habe. Und es wurde tatsächlich auch angekündigt, dass es ein drittes Restaurant im Disneyland Hotel geben soll. Ein Sterne-Küchen-Restaurant. Mehr dazu werden wir bald erfahren. Mehr habe ich dazu noch nicht gelesen auf Social Media. Auch wo es hinkommt, keine Ahnung, aber das bin ich sehr gespannt. Also es wird auf jeden Fall noch ein bisschen dauern, bis das eröffnet. Aber ich bin gespannt auf das Thema. Und wenn jetzt schon Lumières 120 Euro kostet, will ich gar nicht wissen, was das dann kostet. Ja, wir werden sehen und lassen uns überraschen. Und es wird ja auch, also ich habe ein Vögelchen zwitschern hören, dass wir sehr bald auch was zum dritten Land in den Walt Disney Studios hören dürfen. Es gibt ja Gerüchte, die ich jetzt hier nicht sagen werde. Wir haben andere Accounts schon mal in den Raum geworfen. Aber ich weiß, dass demnächst was dazu bekannt gegeben wird. Im Frühjahr, irgendwann wird einfach wahrscheinlich Disneyland Paris wieder irgendwas droppen. Und dann werden wir erfahren, was mit dem dritten Land passiert. Wie gesagt, es gibt Gerüchte. Also was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass Star Wars wahrscheinlich vom Tisch ist. Und ja, es gibt einige Gerüchte, was dort dann in die Walt Disney Studios kommt. Aber dazu dann später in zwei, drei Monaten, wenn dann mehr. Wenn wir dazu mehr Informationen haben, wird es natürlich dann auch wieder ein neues News-Video geben. Ja, und dann kommen wir noch zu Disney News, also generellen Disney News, weil gestern wurden einige Filme announced von Disney, die in den nächsten, also dieses Jahr und in den nächsten Jahren veröffentlicht werden. Dieses Jahr sind es zwei Filme, und zwar Alles steht Kopf 2 und Moana oder Vaiana 2. Ich weiß nicht, weiß nie, wie es hier genannt wird. Moana oder Vaiana 2 kommt also Alles steht Kopf kommt am 14. Juni diesen Jahres raus und Vaiana 2 am 27. November diesen Jahres. Das sind die zwei Filme, die jetzt bereits bekannt gegeben wurden von Disney für dieses Jahr. Dann kommt 2025 Zootopia 2, dann kommt 2026 Toy Story 5 und 2026 Frozen 3. Und ihr merkt, da ist überall eine Zahl hinten dran. Also, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Das könnt ihr mir auch gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Klar, Alles steht Kopf. Der Trailer sah auch super aus. Und auch Vaiana war natürlich ein Kassenschlager. Kommt bis heute gut an. Und natürlich auch gut Zootopia. Weiß ich jetzt nicht, bin jetzt nicht der größte Fan von. Aber auch vor allem in Asien ist es ein großes Ding, weil da jetzt auch Zootopia in Shanghai gebaut wurde. Toy Story, ja, kann man auch immer machen. Und Frozen, ja gut, Elsa geht auch immer. Aber das denke ich mir so, müsst ihr immer wieder diese Storys immer nochmal wieder aufrollen und nochmal noch mehr Geld rausholen, weil Frozen kommt ja gut an und Toy Story kommt gut an. Und jetzt dann gestern, Vaiana war wohl nicht, also war wohl nicht auf dem Schirm bei vielen, dass Vaiana 2 rauskommt. Die Bilder sahen natürlich auch wieder cool aus, aber lasst euch doch mal was Neues einfallen. So, irgendwie in den letzten Jahren, finde ich, was Neues angeht, ist Disney da ein bisschen, ja, leider ein bisschen schwächer geworden, wenn man das so sagen kann. Und da sieht man jetzt auch wieder, okay, die versuchen durch mehrere Teile von einer Reihe dann wieder da was rauszuhauen. Aber ob es dann wirklich erfolgreich ist, sehen wir dann. Vor allem Frozen 2026, das sind noch 3 Jahre. Mal gucken, ob es dann immer noch erfolgreich ist. Das werden wir dann sehen. Aber ja, das wollte ich auch mit euch teilen, diese News. Die neuen Filme, natürlich werde ich sie mir auch anschauen und so. Aber ich bin so der Meinung, könnte man mal ein bisschen wieder was Neues in den Raum werfen. Was dann auch vielleicht funktioniert. Und klar, Wish war jetzt ein neuer Film. Ich habe es jetzt angefangen zu gucken, aber noch nicht zu Ende geguckt. Aber soweit ich mitbekommen habe, ist Wish spaltet ja auch so die Gemüter und so und war jetzt auch nicht der Megakassenschlager. Ja, naja, egal. Das war's mit dem News-Video. Das wollte ich jetzt einfach noch schnell mit euch teilen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder.